Herzlich willkommen. Manchmal sind die banalsten Fragen die interessantesten für euch. Und an mir wurde mal eine Frage gestellt vom Arbeitskollegen: André, wenn du auswanderst, was willst du denn so den ganzen Tag so treiben in Asien? Was ist denn so ein Plan? Liegst du den ganzen Tag am Strand oder was? Ist ja auch nicht sinnvoll. Nein, ist es nicht. Und bevor wir da zu dem Punkt kommen, wie stelle ich mir einen Alltag als Single vor? Kann immer anders kommen. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen von Auswanderern, Expats, die in Thailand und auf den Philippinen leben. Und wie gestalten die denn ihren Alltag? Schauen wir doch mal rein. Sehr interessante Beispiele habe ich für euch zusammengesucht. Wir fangen mal an mit denen, die man eigentlich gar nicht haben will. Die Gehirntoten. Die Gehirntoten sind die sogenannten Alkoholiker. Die stehen erst 14 Uhr auf. Also haben sie schon mal die Hälfte der Tag hinter sich gebracht mit Schlafen. Kleinigkeiten, die sie erledigen, wie frühstücken gehen, dreckige Wäsche wegbringen. Dann suchen sie sich ein Plätzchen an einen Pool und quatschen da eine Stunde nur Blödsinn. Gehen dann essen in den billigsten Streetfood-Restaurants, die sie kennen. Ja, weil man muss das Geld für das Bier am Abend sparen. Und dann geht's auch schon los. Die Sauftour meist mit ein heruntergekommenen Mädel an ihrer Seite, was sie dann auch bezahlen müssen. Und dann geben sich die Kante bis spät in die Nacht und dann verschlafen sie wieder einen halben Tag. Und bei denen, das ist das Traurige, sieht jeder Tag gleich aus, zusammengefasst in 13,5 Sekunden. Zweitens sind die talentfreien Businessmacher. Und davon gibt es auch zuhauf in Thailand. Philippinen weniger, zuhauf in Thailand. Einige kennengelernt. Das sind die Athleten, die unbedingt ein erfolgreicher Geschäftsmann werden wollen. Sie haben schon in Deutschland nichts auf die Reihe bekommen, aber in Asien geht alles leichter. Nein, das ist genau umgekehrt. Wenn ihr in Deutschland nichts auf die Kette bekommt, da erst recht nicht. Meist haben sie denn ein Mädel an der Seite, was ihnen denn ein Floh ins Ohr setzt, wie: wäre toll, wenn wir eine Cafeteria aufmachen, ein Restaurant, eine Bar, Massagesalons, Friseur, eigene Bar, das eigene Hotel. Es wird gemacht, getan und versucht. Im Prinzip wird nur Geld verbrannt, weil Konkurrenz ist da und oft muss man da ja in eine gewisse Nische reinstoßen oder etwas Neues kreieren, was Touristen oder Einheimische anzieht. Man muss sich unterscheiden. Thailand ist dazu gepflastert. 27,5 Eiskaffee braucht es nicht mehr. Früher oder später ist denn das Geld alle und diese Expats kehren denn nach Deutschland zurück, melden sich beim Arbeitsamt im günstigsten Fall. Manche schämen sich auch, dass sie pleite sind, versuchen beim letzten Aufbäumen noch euch als neue Auswanderer übers Ohr zu ziehen mit ihren gescheiterten Business-Ideen, um noch einige Monate in Thailand genießen zu können, auf eure Kosten. Es gibt jede Menge ganz normale deutsche Rentnerpärchen, Expats. Ja, bei denen sieht denn der Alltag folgendermaßen aus. Morgens gehen die sehr oft am Strand. Anschließend, weil man hat ein regelmäßiges Einkommen, gönnt man sich ein Frühstück. Frühstück in Thailand kostet zwischen 4 und 5 Euro mit schicken Orangensaft. Dann geht es meistens in das Apartment zurück. Da wird eben Fernsehen geschaut, am Computer rumgeklimpert, also Haushalt gemacht, fürs Mittagessen gekocht, also so ganz banale Dinge. So, nachmittags geht man dann zu einem Massagesalon, gönnt sich da noch was, trifft sich mit Freunden, macht Ausflüge, geht auf den Markt, geht ein Eis essen, geht Radfahren, fährt mit dem Moped umher. Also ihr seht schon, nichts Weltbewegendes. Aber so stellt man sich doch eigentlich das Leben vor. Und abends, sehr oft, trifft man sich mit anderen Expats und geht dann bescheiden, aber anständig essen. Viele Rentner gönnen sich auch noch solche ganz normalen Dinge wie Friseurbesuche, die ich kennengelernt habe. Die gehen mindestens dreimal in der Woche zur Massage. Die Dame geht zur Pediküre, also richtig gut gehen. Nachmittags ist manchmal noch Schwimmen angesagt oder man sitzt nur am Strand rum, schlürft eine Kokosnuss, liest ein schönes Buch. Brauchen wir wieder ein komplettes Gegenbeispiel, weil sonst wird es zu langweilig. Und zwar kenne ich auch noch die Variante der Fitness-Junkie. Es gibt wirklich viele junge Leute, die kommen nach Thailand, um
sozusagen einen Muay Thai-Kurs zu belegen. Und wenn mich mein Kenntnisstand nicht täuscht, gilt das auch, wenn man so einen Muay Thai erlernt als Studentenvisum. Es ist so, als ob ihr eine Sprachschule besucht. Ihr könnt damit, wenn ihr in einer Muay Thai-Schule angemeldet seid, auch ein Studentenvisum beantragen, damit ihr länger euch in Thailand aufhalten könnt. So, diese Fitness-Junkies, die als Auswanderer zu bezeichnen, schwierige Sache. Ich nehme sie einfach dazu, weil ich wirklich jemanden kennengelernt habe, der war schon 1,5 Jahre da. Der hat sich auch aus Deutschland abgemeldet und in Thailand angemeldet. Ist ein Auswanderer. So, bei denen sah es morgens so aus. Der ist morgens schon laufen gegangen, dann hat er seine Dehnübungen gemacht. Dann ist er in der Muay Thai-Schule gewesen. Für eine Stunde hat er Techniken, Schlagtechniken und so weiter gelernt. Ja, dann war er Mittagessen, hat sich eine Stunde ausgeruht und nachmittags ging es dann weiter mit Muay Thai. Meistens mit Muay Thai. Zweimal die Woche hat er auch Kraftsport gemacht. Er wollte auch mal an Muay Thai-Kämpfen dran teilnehmen. Ob was das geworden ist, weiß ich nicht. Aber er hat wirklich, man kann sagen, von Montag bis Samstag so gelebt, wie ich es gerade aufgezählt habe, der Fitness-Junkie. Also sprich morgens und abends Training, zwischendurch Dehnübungen und Massage, hat sich gut gehen lassen. Das war seine Welt. Dieses Exemplar oder diese Lebensweise in Thailand als Auswanderer existiert also auch. Fitness, man stelle sich vor, der Workaholiker. Ja, also wenn ich Auswanderer werde, ist ja ein Grund, einfach mein Leben zu verbessern. Also einfach ein Leben in Genuss zu leben. Der Workaholiker, ja, man schlittert da meist so rein. Ja, man sagt, oh, irgendwie Rente bekomme ich noch nicht, ein bisschen Geld muss ich verdienen. Man hat in Deutschland, waren diese Leute auch sehr oft selbstständig und man kann nicht loslassen. Den Workaholiker, den ich kennengelernt habe, ist der Günther. Wir nennen ihn mal Günther. Der war auch hier in Deutschland selbstständig und zwar mit einem Fahrradjob. Also er hat sogar zwei Fahrradjobs besessen. Kennt also das Business-Idee, in Thailand macht er Fleischer auf der Insel Koh Samui. Ich weiß nicht, wie man vom Fahrrad zum Fleischer kommt. Hobbymäßig hat er schon immer sehr gerne gekocht. Und jetzt macht er in Thailand Fleischer. Er hat eine Frau mit einer Thailänderin, die ist verheiratet, auf die ihr Namen läuft das Geschäft. Er hat aber voll zu tun, weil er im Hintergrund eben schlachtet, die Wurst zubereitet, die Koteletts herstellt. Ein Fleischereibetrieb mit Verkauf. Da ist auch vieles, Dinge muss man machen, wie Reinigungsarbeiten, Hygiene ist wichtig, Gewürzmischung ausprobieren, neue Sorten, was kommt an, was kommt nicht an. Man muss auch die Wurst für die Theke und das Fleisch herrichten, soll ja angenehm aussehen. Ist gefragt, der deutsche Fleischer läuft und bubt. Er hat 5 Thai-Angestellte, also er hat kein Problem damit, dass er sein Business führen darf. Wenn ihr in Thailand ein Business führen wollt, müsst ihr nach meinem Kenntnisstand inzwischen schon 4 Thailänder anstellen. Also er liegt schon mit 5 darüber. Seine Frau kommt noch oben drauf als 6. Person und er. Und was macht der ganze Tag? Der ist mit seinem Business beschäftigt. Der hat nur Sonntag frei. Ansonsten ist das Geschäft von Montag bis Samstag offen. Ja, und 10 Stunden sind keine Seltenheit. Manchmal sogar 12 Stunden. Der macht nur das. Ja. Wenn es ihnen Spaß macht. So, als 6. Variante haben wir den digitalen Nomaden. Und den digitalen Nomaden, den ich kennengelernt habe, war eher so Kategorie, ich möchte gerne ein digitaler Nomade sein. Also, der ist dann auch aufgestanden, hat ordentlich gefrühstückt, hat sich dann in ein Café getroffen mit anderen digitalen Nomaden in Chiang Mai im Norden von Thailand. Da haben sie ihren Laptop aufgeklappt und haben Business gemacht. Er hatte an seinem Computer, war der Werbetextschreiber und boah. Also eigentlich hat er da alles übernommen, selbst Dolmetscher arbeiten oder ja, Werbetexte schreiben, war hauptsächlich sein Business, Übersetzung. Manchmal hat er auch für andere Leute nochmal die Blogs überarbeitet, also wenn sie einen Blog hergestellt haben mit Fotos, Rechtschreibung, konnte er ganz gut, aber da ist nichts mehr rübergekommen, das war eher so, oh ey Alter, ich mach Business. Ich sag, das gab Zeiten, da hat er nur 300 Euro im Monat verdient, hat sich aber digitaler Nomade genannt. So, dann Mittag war Essen angesagt, nachmittags war faul, am Pool schwimmen gehen und dann hat man sich meistens gegen Abend zu einer Espresso nochmal
getroffen, die digitalen Nomaden, und haben dann ihr Business gemacht, wobei sie sich wahrscheinlich eher die schleimigen Worte um die Ohren gehauen haben, wie erfolgreich sie waren. Also digitale Nomaden sind meistens nicht so erfolgreich, wie sie tun. Aber so sieht ein Leben vom digitalen Nomaden aus. Man hat 6 Stunden am Tag am Laptop gehangen, wovon man wahrscheinlich effektiv nur 2 Stunden Geld verdient hat. Kommen wir mal zu meiner Person. Wie stelle ich mir denn mein Leben vor? Und da kommt als allererstes mal, nicht vergessen, ein paar Punkte, die mein Lebensmittelpunkt im asiatischen Land haben muss. Und da muss ich von der Liste ablesen, vergiss ich immer wieder einige, ja? Also entschuldigt bitte. Also Wohnort muss in der Nähe haben, eine POC-Station oder eine Poststelle, damit ich Pakete versenden kann oder auch bekommen kann. Man weiß ja nie. Gutes Internet, gute Straßenanbindung, gute Verkehrsanbindung, wie ein Hafen wäre top. Und wenn jetzt noch ein Flughafen dort vor Ort ist, ja, genial. So, dann brauche ich Berge im Hintergrund von mir und das Meer, wenn ich nach vorne schaue. Also ich möchte Berge, Dschungel haben, wandern gehen, mal zum Wasserfall in der Nähe und auch das Meer. Und wenn es ein bisschen ein paar Meter weit weg ist, nicht so schlimm. Ich brauche unbedingt ein Fitnessstudio. Ich brauche nicht nur den Strandlauf und das Schwimmen. Nein, ich muss auch dicke Hanteln stemmen können. Flughafen hatten wir bereits. Perfekt wäre es, wenn es auf der Insel oder den Ort, wo ich mich befinde, eine Immigration geben würde für die Visa-Verlängerung. Ein Treffpunkt für Ausländer, gerade am Anfang, weil man ja die einheimische Sprache noch nicht kennt, erst die Kontakte aufbauen muss, wäre super. Weil von Ausländern, die schon lange da leben, bekommt ihr geile Tipps, gerade was so eine Wohnung betrifft, wo ihr günstig ein Apartment mieten könnt, wo es die schönen Strände gibt, günstig Roller anmieten oder Mensch, ein Ehrlicher, der dir vielleicht den gebrauchten Roller verkauft, weil er in ein anderes Land abwandert. Eine Stadt muss in der Nähe sein. Ja, ich will nicht unbedingt in der Stadt wohnen, am Stadtrand oder irgendwo in Timbuktu, wo ich den Grüder habe, aber eine Stadt in der Nähe zum Einkauf, zur Massage gehen, um auf den Markt zu gehen. Und wir kommen zum weiteren Punkt, wegen Krankenhaus, also eine Stadt in der Nähe wegen Krankenhaus. Denn sollte mein Apartment am Anfang nicht, aber später sollte ein Grundstück haben, wo man was anbauen kann, weil ich liebe es, ein bisschen in die Erde zu wühlen. Kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, aber wenn ich da so meinen eigenen Mangobaum züchten kann oder meine Zwergpalme oder Papayas, Bananen, alles was es so gibt an exotische Früchte, Melonen, das ist schon was. Ja, ich mag das. Und eine Sprachschule in der Nähe. Denn wie mein Alltag aussehen soll, da kommen wir nämlich jetzt drauf zu sprechen. Also, wie stelle ich mir den perfekten Alltag vor? Voraussetzung, ich bin Single, habe keine Frau und Kinder, ne? Dann sieht der Alltag ja ganz anders aus. Ich bin nicht Vollzeit beschäftigt, das habe ich nicht vor. Teilzeit eventuell, aber nicht Vollzeit irgendwo. Und ich bin nur Teilzeit selbstständig. Ja, also nicht voll selbstständig. So würde denn mein ideales Leben aussehen, dass ich morgens gleich am Strand 20 bis 30 Minuten barfuß laufe. Danach auf meiner eigenen Terrasse ein leckeres Frühstück mit der frisch gepflückten Kokosnuss und den frisch gepflückten Orangen. Danach muss etwas gemacht werden, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das heißt also, ich gehe an den Rechner, bereite Videos für euch vor, wie zum Beispiel dieses hier, macht ihr eine Menge Arbeit. Denkt mir denn ein Skript aus. Wichtig ist immer für ein lebendiges Video, dass ihr da so ein bisschen ein Ablaufskript habt, damit nicht ein Wirrwarr da zusammenkommt, was hinterher keiner versteht und ihr merkt, oh, das habe ich vergessen zu drehen, das habe ich vergessen zu drehen. Und drehe denn ein Video oder plapper etwas in der Kamera oder mache andere Internettätigkeiten. Unter anderem schreibe ich auch an mehreren Büchern, die liegen aber schon seit 6 Jahren auf Eis. Die möchte ich unbedingt fertigstellen. Mittagessen gibt es denn meist zu Hause. Geld muss gespart werden. Man kann auch mal zu Hause kochen. Ja, und nachmittags oder vormittags gehe ich denn mindestens 3-mal ins Gym. An meine Aussage vor 3 Minuten 24 Sekunden erinnern kann. Ich habe gesagt, Voraussetzung an meinem Wohnort ist Stadtnähe mit Sprachschule. Denn auch das möchte ich entweder vormittags oder nachmittags machen. Zur Sprachschule gehen, entweder
auf jeden Fall Englisch am Anfang und später, je nachdem, in welchem Land ich lebe, Tagalog oder Thailändisch lernen. Und Achtung, jetzt kommt's. Wenn ihr das macht, lasst euch das von der Sprachschule bestätigen, dann bekommt ihr sogar ein Studentenvisum. Also ein klein bisschen Zeit als Ausländer auch für die Bildung opfern. Denn nichts ist wichtiger wie die Kommunikation. Perfekt wäre es, wenn ich irgendwo einen kleinen Nebenjob habe, den ich am Nachmittag ausüben kann für 3-4 Stunden, vielleicht als Fitnesstrainer im Fitnessstudio oder als gebuchter Tourguide, falls mein Online-Verkauf mit philippinischer exotischer oder thailändisch exotischer Ware etwas wird. Muss man aufpassen, auf den Philippinen dürft das machen, in Thailand gibt es Probleme. Würde ich mich nachmittags eben mit solchen Sachen beschäftigen, wenn ich eben keinen Nebenjob als Fitnesstrainer hätte. Nachmittags gehe ich natürlich dann auch zur Massage. Das gönne ich mir jeden zweiten Tag. Wenn natürlich jede Menge kleine Ausflüge anstehen, schwimmen gehen oder sich einfach nur sonnen. Einkäufe, Wäsche, Apartment mal sauber machen, sich umschauen vielleicht auf ein neues Apartment. Und wenn Frau und Kinder da sind, dann hat man eh alles um die Ohren. Mal angesprochen, ich möchte gerne ein Häuschen, ein Apartment haben mit Grundstück. Also ich würde dann nachmittags im Garten gehen und da experimentell mal versuchen, was Neues anzubauen. Hübsche grüne Wiese, grüne Palmen, alles grün, grün, grün. Kann nicht grün genug sein. Also ich würde dann in meinen eigenen Garten umherbuddeln. Tiere will ich mir übrigens nicht anschaffen. Abends brauche ich dann die Gesellschaft von Leuten, die ich verstehe. Irgendwann hoffe ich, dass ich mich mit den Einheimischen einigermaßen unterhalten kann. Bis soweit ist, werde ich mich mit Gleichgesinnten aus der Dachregion treffen. Und da nicht unbedingt 5 Bierchen trinken, sondern nur 1 Bierchen, werde ich sicherlich abends auch auf die Märkte unterwegs sein, noch etwas Streetfood essen, meinen Gaumen gönnen. So stelle ich mir also den Alltag in Asien vor. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hatte nochmal Glück, hier Ende Oktober einen sonnigen Tag zu erwischen. Bedanke mich, am nächsten Sonntag gibt es das nächste Video. Bye, bye.